Excel VBA Visual Basic Web-Permanenenz automatisch einlesen, von SelMcKenzie Selzer-McKenzie oder D.Selzer-McKenzie. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in Excel und auch in Visual Basic ganz einfach eine Permanenz aus dem Web einlesen und auch gleich formatieren können. Sie müssen in dem VBA-Code lediglich noch die entsprechende Webadresse des Casinos, dessen Permanenz Sie einlesen wollen, angeben. Hier als Beispiel die Permanenz des Casinos Wiesbaden, die ja eine Extra-Seite haben mit Permanenzen. Sehen Sie auf dem Video, wie es ganz einfach geht, wie die Permanenzen eingelesen werden und auch gleich für ein System formatiert werden können. Hier nun der Source-Code, VBA-Code, für Excel, aber auch für Visual Basic, Subweb-Query, alte Web-Abfrage löschen Range. A4, Current Region Delete neue Web-Abfrage einfügen with Active Set Query Tables Add Connection, gleich. URL, http, Strich, hier, die genaue Webadresse des Casinos eingebende Destination, gleich Range. A4, ein Name für die Web-Abfrage Name gleich. Devisenkurse, Spaltenüberschrift, falls aktiv. Fieldnames gleich false Zeilennummern, falls aktiv, Prof Numbers gleich false falls Formeln vorhanden sind, diese aktualisieren für adjacent Formulas gleich false Formatierungen, Pivot, Preserve Formatting gleich true Aktualisierung, Pivot, Refreshon File Open gleich false Abfrage im Hintergrund ausführen Background Query gleich true. Xlinser Delete Cells, Teile von Zeilen werden hinzugefügt oder gelöscht Xlovavrite. Keine neuen Zeilen, nur bestehende Überschreiben Xlinser Dentire Rufs, falls erforderlich, ganze Zeilen hinzufügen Refressstühle gleich Xlinser Delete Cells Kennwort Informationen, falls erforderlich Save Passwort gleich false Pivot Informationen speichern Save Data gleich true automatische Spaltenbreite. Adjust Column wird gleich true. Anzahl automatischer Aktualisierungen pro Minute Refresh Period gleich 0 Xlentire Page. Gesamte Seite importieren Xlite Tables, alle Tabellen importieren, Standard, Xlspecify Tables, nur bestimmte Zeilen importieren Web-Selektion-Type gleich Xlspecify Tables, alle Formatierungen übernehmen Xlweb-Formatting, nur RTF-Formatierungen übernehmen Xlweb-Formatting nun, keine Formatierungen übernehmen Webformatting gleich Xlweb-Formatting nun durch Komma getrennte Angabe, welche Webseiten importiert werden sollen, wenn Webselektion gleich Xspecify Tables, Webtables gleich. 2. Geht zurück oder legt fest, ob die Analyse der Daten in HTML-Pretext der Webseite beim Importieren der Seite in eine Abfragetabelle in Spalten erfolgen soll webreformate Text-Columns gleich trü-trü, wenn aufeinanderfolgende Trendzeichen beim Importieren von Daten aus HTML-Pretext in einer Webseite in einer Abfragetabelle als einzelnes Zeichen behandelt werden, und die Datenanalyse in Spalten erfolgen soll web-konsekutive Delimiter-Saisone gleich trü-trü, wenn die Daten aus dem HTML-Pretext in der angegebenen Webseite beim Importieren der Seite in einer Abfragetabelle gleichzeitig verarbeitet werden sollen web-single-block-text-import gleich false trü, wenn Daten, die Datumsangaben darstellen, beim Importieren einer Webseite in einer Abfragetabelle als Text analysiert werden Web-Disable Date-Rekognition gleich false true, falls die Umleitung von Web-Abfragen für ein queryable Objekt deaktiviert wird Web-Disable Redirections gleich false true, wenn Abfragen der pivotable Berichte oder Abfragetabelle asynchron im Hintergrund durchgeführt werden Refresh Background Query gleich false end with end sub